Pergamina-Strecke der Rhätischen Bahn ist im Jahr 2008 in die UNESCO-Welterbe-Liste aufgenommen worden. Damit ist die Rhätische Bahn weltweit erst die dritte Eisenbahn, welche von der UNESCO das Welterbe-Label erhielt. Auf 122 wunderschönen Kilometern von Tirano nach Tosis führt die Strecke über 196 Brücken durch 55 Tunnels und an 20 Gemeinden vorbei. Im Gegensatz zum übrigen RHB-Netz wird die Bernina-Linie mit Gleichstrom 1000 Volt betrieben. Seit ihrer durchgehenden Inbetriebnahme im Jahre 1910 überquert sie als einzige Schweizer Bahn offen die Alpen und bringt sie von Tirano auf 429 Meter über Meer zu den Gletschern des Berniner Passes auf 2253 Meter. The Rhaetian Railways Albula and Bernina Lines were incorporated into the UNESCO World Heritage List in 2008. This makes the Rhaetian Railway only the third railway network in the world to achieve the UNESCO label. The line runs from Tirano to Tuzis, over 122 beautiful kilometers, crossing 196 bridges, going through 55 tunnels and past 20 parishes. Although the rest of the line runs on alternating current, this line uses direct current of 1,000 volts. Since the line first opened in 1910, it has been and remains the only Swiss railway line to cross the Alps in the open air, leaving Tirano at 429 meters above sea level and reaching the Bernina Pass at 2,253 meters above sea level and above ground. Vor Campo Cologno überqueren wir die Grenze zur Schweiz. Das Grenzdorf mit einem Hochdruckkraftwerk war zur Zeit seiner Entstehung im Jahre 1907 europaweit das größte. We will shortly be arriving at Campo Cologno, a village on the border of Switzerland and Italy, with a high-pressure power station. When it was first built in 1907, it was the largest of its kind in all Europe.
das falsch, das geht. Kreisviadukt von Brusio. Über ihm drehen wir, ähnlich wie in den Kehrtunnels, eine Schleife. Entlang der Kehrschleife sind runde, iglu-ähnliche Steinhaufen zu sehen, welche früher als Speicher für Wein und Käse dienten. In a few minutes, we will be crossing the famous circular viaduct in Brusio. This construction again makes a loop to lose or gain height, like the spiral tunnels after Bergou. The igloo-like stone mounds below were once used for storing wine and cheese.